Der Punkt, wo wir schauen ins syrische Land, befindet sich am Fuß von Berg, der heißt Avital, Vater von Tau. Die Richtung, in die wir schauen, nach Norden, ist die Richtung nach Damaskus. Damaskus liegt um die 65 Kilometer von hier entfernt, in der Richtung. Die kleinen Häuser mit Licht und rechts von denen sehen wir ein graues Gitter oder was sieht von hier aus wie Mauer. Das ist die Waffenstillstandlinie zwischen Israel und Syrien, die beschlossen wurde 1974. Rechts davon, nahe zu uns, zwischen die Häuser, sehen wir die Ruinen von der Stadt Kunetra. Israel besaß diese Stadt nach dem Sechstagekrieg. Aber nach dem 1973-Krieg, der Kippur-Krieg, wann Israel rückzog vom syrischen Land und sollten Waffenstillstandverträge wieder neu unterschrieben werden, wollte Syrien haben, etwas zu zeigen, dass sie gewonnen haben, den Krieg. So hat Israel ihnen gegeben, zurück die Ruinen von der Stadt Kunetra, die beschädigt wurde im Krieg, unter zwei Bedingungen. Eine, dass die Stadt wieder bewohnt wird mit Zivilbevölkerung, um zu zeigen, dass man keine feindlichen Ideen hat. Aber das sehen wir, dass nicht passierte. Stattdem haben die Syrer eine neue Stadt gegründet und die 10, 15 Kilometer weiter nach Norden, Richtung Damaskus. Und die ist die Neu-Kunetra, die wir sehen, diese Stadt, die weiter entfernt liegt. Und diese hier haben sie gelassen in Ruinen, um zu zeigen der Welt, die Touristen, die kommen, wie die Israelis ihre Stadt zerstört haben. Sie vergessen zu erzählen, dass sie beschädigt wurde, wann sie hereinkamen im 1973 und die in ihren Angriff. Die zweite Bedingung, die Israel verlangt hat, wann die rückzog von Territorien, die Israel besaß, war, dass im syrischen Land ein demilitarisierten Gebiet entsteht, der kontrolliert wird von UN-Truppen. Das mussten die Syrer verehren. Der UN-Lager befindet sich hier neben uns und dieser UN-Lager ist schon auf syrischem Boden. Das heißt, die Waffenstillstandlinie läuft und wir können es rechts vom Lager sehen, dieser Zaun. Das ist der Punkt, wo endet Land in israelische Hände und fängt an, das Land in syrische Hände. Im Hintergrund vom UN-Lager sehen wir der arabische Dorf mit einer großen Moschee, der sich befindet im demilitarisierten Gebiet. Warum konnte Israel verlangen, dass im syrischen Land ein demilitarisiertes Gebiet geben soll? Weil die drei Hügel, die wir im Hintergrund sehen, eines dort entfernt hinter den UN-Lager, der andere hinter der Teich und der dritte etwas weiter nach Norden, diese drei Hügel waren die Punkte, zu die israelische Truppen angekommen sind in 1973, bevor die neuen Waffenstillstandsverträge unterschrieben wurden. Auch in der Richtung von Damaskus kamen israelische Truppen an, zu 30 Kilometer von Damaskus entfernt. Und so konnte Israel verlangen, dass im Syrien demilitarisierten Gebiet geben soll. Die Turbinen, die Windturbinen auf dieser Berg sind wieder israelisches Land, aber der Osthang von dieser Berg, wo die Turbinen sind, am Fuß davon, ist wieder syrisches Land.